Hallo Freunde, willkommen zurück auf Hof Bergmann. Wir sind immer noch im Endstress, aber Endstress positiv, weil das gibt Geld. Aber wir schauen erstmal, ob unsere Tiere glücklich sind, denn die wollen wir nicht vernachlässigen. Kommt da nichts raus. Hühner, Hühner, Hühner. Alles ist voll. Wasser kann man nachtanken. Kuhstall braucht Stroh und Gras. Da ist gar nichts mehr drin. Wasser. Geht. Es geht eigentlich alles. Also, ich hätte es jetzt schlimmer erwartet. Ich letzte Mal Tiere gemacht, kann ich jetzt eine letzte Folge Tiere gemacht habe. Bin schon wieder vollkommen raus. Damit bist du nicht reif. Du bist noch gar nicht reif, dann brauchst du hier nicht weitermachen. Dann gucken wir mal durch. Sagten die Milch. Das ist auch noch nicht viel. So, also hier weiter. Dann gehen wir weiter ins Ernten. Du bist auf dem Weg zu Feld 12 zum Abtanken, genau. Du bist fertig, du wartest. Und du bist auch zum Abtanken auf Feld 12, okay. Dann läuft doch alles. Jetzt läuft er gut. Also, da ist keine zum Abtanken, die sind unterwegs. Wir können mal schon mal mit dem Stroh anfangen. Dann machen wir das zuerst. Das läuft schon mal. Das ist gut. Dann noch den Blick auf die 12er. Es war noch keiner zum Abtanken da. Kriege jetzt jeden einmal schon mal voll. Das, wenn wir das Stroh eingefahren haben, können wir da schon säen drauf wieder. So, jetzt sind beide Drescher soweit fertig, voll. So, mal gucken, dass wir da jemand zum Abtanken haben. Ist aber noch keiner da. Wo sind sie denn beide? Wo hängt ihr? Du hängst da. Warum fährst du da rum? Ja, da kannst du lange warten. Das ist das Problem, wenn man die Straße nicht frei hat.
Nützt der ganze Autodrive-Kurs nichts, wenn die Linien nicht frei sind. Ich habe hier natürlich auch gerade keinen Trecker, der mir den wegzieht. Ja, drüben am Silo einen stehen, der kann das mal eben machen. Dann stehen wir im nächsten Runde wieder da. Ja, der ist bei der 12, der könnte abtanken gehen. Jetzt machen wir eben mal den Kalkstreuer da weg. Ach, Gras müssen wir auch einfahren, das dürfte mittlerweile Heu sein. Vollkommen vergessen. Ehrlicherweise ruckelt es schon wieder, das ist schlimm. Ich weiß gar nicht warum. Na gut, das sehen wir da zum anderen an. Beide beschäftigt. Ist noch genug drauf für beide. So, also Gras einfahren muss ich selber, Stroh einfahren muss ich selber. Und beides mit diesem Gerät. Aber ich kann mir nicht zwei teilen. Also eins nach dem anderen. Dann wird es halt Heu. Ich denke, dass wir Silage genug haben, also wir brauchen das Gras nicht unbedingt. Können eigentlich auch irgendwas anbauen, was keine Stroh gibt, denn Stroh haben wir wahrscheinlich genug. Das heißt, wir machen mal wieder ein Feld nur für den Verkauf. Das heißt, wir können
Geld machen. Das ist wieder voll. So. Gehen wir den ab, schauen wir mal, was unsere Abfahrer machen. Du noch nichts, aber warum fährst du nicht weiter? Ich habe dich noch gar nicht angestellt, genau, du warst voll. Dann kümmern wir uns weiter um Stroh. Da wird jemand blockiert. Ach, die blockieren sich gegenseitig. Warum blockierst du da? Machen wir die aus, kein Problem. Warte mal, wir setzen dich zurück, lass ihn dann vor. Und dann sollte es kein Problem sein. Das läuft wieder. Wenn ich das jetzt in jeder Ecke sich gegenseitig blockieren, das kann ich aber. Ah, jetzt hat es wieder gelockert. Dann müssen wir die Abstände zwischen den Dreschern größer machen. Da ist irgendwas nicht richtig. Da verlieren Sie mir zu viel Zeit bei. Gut, das macht mir nicht, wie ich es mache, aber es macht dann Spaß. Wieso leerst du den jetzt nicht? Dann du bist voll oder wie? Hä? Wie bist du zum Schluss fahren? Ach, du hast jetzt einen. Warum machst du Seite an?
Hinten hinausreich, so. Hast mich etwas verwirrt. Oh, der Druck ist schon sehr stark. Gefällt mir gar nicht. So, beide sind wieder gelb. Beide Drescher, das heißt, wir können da wieder anfangen abzutanken. Dann können wir den kleinen Hänger schon wieder schicken. Glaube, wir waren beim Landhandel. Kommen wir an den hier noch voll. Ist so zu spät zum Wegbringen. Das heißt, wir müssen alles ins Silo packen. Und dann nur noch abfahren hinterher. Eben die Ecke säubern hier. So, der zweite ist blockiert. Richtig war Lantern, genau. Das heißt, wir schicken die auch zum. Nein. Silo. Dann schnappen wir uns unseren LKW. Können den anderen Dreck-Drescher abtanken. Müsste mich gleich voll sein. Da kommen wir dem Strommast schon zu nahe gleich wieder, da kriegen wir noch Probleme. Da nicht vorbeikommen. Das ist das mit dem Freimachen von Fahrwegen, das ist nicht gut. So wieder rum mit der Fräse, okay.
Leute, wir sind schon wieder am Ende. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.